Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie man bei der Fourier-Analyse, Transformation, wie auch immer, Wellen abklingen lassen kann. Was meine ich damit? Ich meine, man lernt ja irgendwann, dass man alles mit Sinus- und Cosinuswellen ausdrücken kann. Das heißt, mit diesen Wellen kann man dann auch sowas ausdrücken. Guck mal so eine Sägezahnlinie oder auch so eine typische digitale Linie vielleicht, auch sowas in die Richtung. Aber wenn wir jetzt einen Ton haben, dann geht der ja so. Was bringt mir das also, wenn ich eine Sägezahnlinie hier auf einfach so, das geht ja immer so weiter für immer. Das wird ja nicht weniger, aber der Ton tatsächlich, der wird ja immer weniger. Wie kann ich das also ausdrücken, für alle, die es noch nie gesehen haben? Der Zaubertrick ist multiplizieren mit einer anderen Funktion. Zum Beispiel mal x hoch minus x, mal e hoch minus x. Entschuldigung, mal e hoch minus x. Wir gucken uns das einfach mal an. Und zwar benutze ich dafür Funky Plot. Wir gucken uns einfach mal die Sinusfunktion an mit ein bisschen mehr Schwingung als normal, damit man auch ein bisschen was sieht. Und jetzt gucken wir uns die Funktion e hoch minus x an. Die sieht so aus. Und wir packen noch ein bisschen Schwingung auf die Sinuskurve drauf, das sieht man mehr so. Und jetzt multiplizieren wir das. Achtung! Und das sieht so aus. Wir machen mal gerade die anderen zwei Funktionen weg, so. Und das ist unsere Funktion. Und wir sehen, wir haben genauso diese Schwingung, die so abklingt. Und das Interessante ist, dass. Ist immer ein bisschen dicker gemacht. Das orientiert sich hier komplett an dieser Linie. Und auch unten wäre es so, als ob man nochmal e hoch minus x drangelegt hätte. Und was halt so super, super geil an dem Ding ist, das funktioniert auch mit ganz vielen anderen Funktionen. Aber wir gucken erstmal, wir können natürlich jetzt auch steuern. Wir gucken uns mal an, was passiert denn ein halb x. Bei ein halb x sehen wir, die Kurve wird ein bisschen, ja, man hat ein bisschen mehr Zeit, bis es ausklingt. Und wir passen auch die Kurve, Entschuldigung, unsere Sinuswelle passen wir auch an. Und wir sehen, es dauert ein bisschen länger, bis es hier ausklingt. Wir vergrößern nochmal unsere Schwingung nochmal. Jetzt sieht man das ein bisschen besser hier. Und Achtung, was passiert eigentlich, wenn wir das jetzt hier mit x hoch 2 multiplizieren? Dann kriegen wir sowas. Wir können ja das hier mal wieder ausschalten hier. Und jetzt zoomen wir mal raus und legen auch eine x hoch 2 Kurve dran und sehen, boah, das fügt sich da direkt so ein. Jetzt wollen wir uns mal kurz x hoch 3 angucken. Das sieht so aus, das sieht noch nicht so spektakulär aus. Und hier unten machen wir auch, wir setzen auch x hoch 3 an und sehen auch hier wieder den schönen Verlauf. Oder wir können auch einfach mal nur x dran setzen. Wir zoomen wieder raus. Wir gucken uns auch x hier oben an und sehen, wieder schön orientiert. Wir reden zwar jetzt nicht mehr hier vom Abklingen, aber wir reden jetzt darüber, was passiert eigentlich, was heißt eigentlich Multiplizieren von Funktionen. Beziehungsweise, soweit ich das jetzt rausgefunden habe, multiplizieren von Funktionen mit den Sinus-Cosinus-trigonometrischen Funktionen. So, was passiert, wenn wir hier jetzt Cosinus x reingeben? Wir gucken uns das an. Und ich finde, das sieht eigentlich ziemlich heiß aus. Und wir haben wieder diesen schönen Verlauf. Und jetzt wieder, natürlich, Fourier-Transformation, wir wollen das natürlich abklingen lassen. Das heißt, wir sagen jetzt einfach hier mal e hoch minus x, geben wir noch dazu. Und jetzt klingt das auch schön ab. Zur Orientierung machen wir auch unsere Orientierungslinie hier ein bisschen besser. So. Wir zoomen da auch mal raus. Okay, das explodiert ziemlich krass. Deswegen machen wir das Ganze mal ein bisschen schwächer. Ich zoome noch mal raus hier. So. Und dann sehen wir auch hier, es fängt groß an und dann wird es hier immer kleiner. Und immer kleiner. Also haben wir wieder dieses, wie typisch beim Ton, wird immer kleiner. Ja. Das passiert, wenn man trigonometrische Funktionen multipliziert mit was anderem oder sogar mit den trigonometrischen Funktionen selbst. Und so funktioniert auch das Abklingen bei der Fourier, ich weiß es nicht, Transformation, Analyse, wie auch immer. Ich hoffe, das hat ein bisschen was geholfen. Für mich war das die Übererkenntnis des Jahres. Und ansonsten vielen Dank fürs Schauen.